Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Prodigy Table 5. Yay! Wupp, wupp. Folgendes. Ich habe mir jetzt überlegt, womit wir jetzt anfangen werden. Also beziehungsweise was wir jetzt erstmal als ersten Mod machen. Weiß nicht, ob man es schon sieht. Es wird wahrscheinlich Blood Magic. Es gibt ein paar Dinge, die mich stören. Und zwar früher gab es nämlich, wer sich noch erinnert, diese Potion Flask, die gibt es auch heute noch, da. Die man verschiedene Effekte machen kann, Regeneration, was weiß ich nicht, ne? Das Problem ist allerdings, ich hatte eigentlich vorher überlegt, wir machen uns eine Fliege-Potion, damit wir fliegen können. Gibt's nicht mehr. Fliegen gibt's nicht mehr in Blood Magic. Also es gibt noch hier die ganzen Runen, die Air Sigil, damit können wir indirekt ein bisschen fliegen, aber wir können halt nicht wirklich fliegen. Ich habe dann noch geschaut, ob das Ritual wenigstens noch ist, ja, ich glaube, Kondor oder irgend sowas hieß das Ding. Gibt's auch nicht mehr. das heißt, wir haben eigentlich nicht so viel, aber was ich gerne machen würde, trotzdem mit Blood Magic, sind halt trotzdem ein paar Sigils, weil es gibt ja alle möglichen Sigils, die wir uns irgendwie machen können. Und, wir haben die Teleposer. Wobei die Teleposer halt wirklich für mich indirekt das Wichtigste sind. Denn die Teleposer erlauben es uns, uns von Ort zu Ort zu teleportieren ohne Probleme. Das heißt, damit können wir dann einen Haufen irgendwie machen. Und können da vielleicht dann ein paar schöne Sachen noch machen. Problem ist natürlich, die Teleposer brauchen Teleposition Focus. Dafür brauchen wir eine Enderperle im Blutaltar mit Tier 4. Das heißt, wir müssen ein bisschen was machen im Blutaltar. Und dafür brauchen wir ein paar Blood Runes und so weiter. Und damit fangen wir heute an. Zuerst einmal brauchen wir Folgendes. Und zwar Rudimentary Snare. Oh, ich bin immer noch im... Da. Throw at a monster and then kill them to obtain their demonic will. Denn für ein Blutaltar brauchen wir demonic will. Und ein bisschen anderes Zeug. Blood Magic ist auch ein Mod, den wir anscheinend noch gar nicht angefasst haben mit... Es gibt so ein paar Mods, wo wir die Rezepte noch nicht angepasst haben. Ich weiß gar nicht. Nee. Hab ich nicht. Genau. Applied Logistics haben wir jetzt soweit komplett fertig. Da ist jetzt alles umgestellt auf unser System. Also fast. Buildcraft akzeptiert keine RF und so weiter. Das heißt, man kann nur mit Buildcraft-Maschinen, also mit dieser Stirling Engine und so weiter, den Strom produzieren. Wo ich mir noch unsicher bin, ob ich das dann... Weil es gibt diese schönen Chipsets, die wollte ich eigentlich integrieren vielleicht, aber... weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich es trotzdem, mal schauen. Gut, jedenfalls, also wie gesagt, Blood Magic haben wir auch noch nicht ganz angefasst. Da werden wir auch noch ein bisschen was machen, denke ich. Ich fange jetzt trotzdem schon mal mit dem Mod an. Und falls es dann irgendwann sich Rezeptänderungen gibt, dann seht ihr das ja dann, oder was weiß ich nicht. Ja, genau, so als erstes brauchen wir den Demonic Will. Can be obtained by killing a mob with a sentient weapon or by throwing a snare at a mob and killing it while it has the particles. Und dafür machen wir jetzt erst ein paar. Das ist ja nicht schwer. Und was wir jetzt machen müssen, wir müssen die auf einen... Ich wollte auch nochmal hier. Mensch, ich gerade sehe. Du mit dem und du mit dem. Weil die Monster killen hier die ganze Zeit immer wieder meine Mobs. Ich hatte... Ich weiß nicht warum, bei mir kommen immer zig mehr Monster. Achso, hatte ich das schon gezeigt? Nee, ich glaube nicht. Ich habe angefangen, was anderes nochmal zu bauen, neben dem hier. Etwas Größeres. Da habe ich hier unten schon jetzt angefangen mit den Stämmen und so weiter. Hier hatte ich ja auch ein bisschen angefangen, aber das ist jetzt schon mal weiter. Dass es praktisch dann hier zu den Seiten so schön weggeht. Das ist nur hier vorne erstmal passiert. Ich habe auch noch nichts drinne gemacht, also es ist einfach nur leer. Und es ist relativ groß. Also es ist ein bisschen größer als das alte hier. Hat einen Durchmesser von 4 Chunks. Länge mal Breite. Alle Bäume haben gleichen Abstand. Also indirekt gleichen Abstand hier gehabt. Und jetzt bauen wir das schön zusammen und dann machen wir das irgendwie so. Ihr müsst euch vorstellen, das wird... Hilfe. Das wird dann so ein schön großer Baum einfach. Also wirklich wie so ein Baum des Lebens oder irgend sowas. Irgend sowas, genau. Und dann werden wir dann oben nochmal ein bisschen ausbauen. Ich habe mir überlegt, wir machen das so. Das wird unser Zentralbaum, das wird ein Nebenbaum. Das wird praktisch der größere Nebenbaum, weil das Problem ist nämlich,
was mir das letzte Mal aufgefallen ist, als ich es gemacht habe. Ich habe hier zwar die Bäume und das ist alles schön und gut. Problem ist aber, ich kann nicht zu den Seiten weg. Nach hier haben wir Wasser, nach hier haben wir Wasser. Nach hier könnte ich einen Baum setzen, der wäre aber dann direkt am Wasser. Deswegen bin ich jetzt mal zurückgegangen, erstmal ein. Dann können wir hier zur Seite gehen, da zur Seite gehen, da zur Seite gehen und können das hier alles irgendwie machen. Genau. Deswegen habe ich das da hingestellt und den Baum lassen wir und dann machen wir eine Hängebrücke drüber und dann geht das alles. Und hier kommt dann auch das Lager rein, habe ich mir überlegt. Das heißt, hier werde ich mir irgendwas überlegen, dass ich es irgendwie schön mache, dass wir da ein Lager drin haben und dann passt das alles hoffentlich irgendwie. Ja, mal gucken. Das Problem ist, jetzt ist keine Nacht gerade. Das heißt, wie komme ich jetzt an Mobs? Wird gerade Nacht? Es wird gerade Nacht, na, das trifft sich doch super. Bitte mal die Nacht nicht schlafen. Gut. Genau. Toll. Okay, das war das. Mobs sind jetzt nicht gespawnt. Vielleicht sind hier hinten. Genau, hier haben wir nämlich noch einen Mob. So, er hat die Partikel. Haha! Wir mussten ihn mal töten, er ist einfach verbrannt. Wir haben Demonic Wild, das ist erstmal alles, was wir brauchen. Dreier sogar. Haben wir auch noch was? Okay, der war nicht irgendwie unter dem Effekt. Aha, okay. Weil hier unten spawnen immer mal Mobsitter. Das ist irgendwie so ein Roots-Ding. So ein Dungeon von Roots. Okay, das hat nichts gemacht. Ups. Hallo. Bekomm den Persian-Effekt. Jetzt. Danke. Das ist immer so ein Problem. Irgendwie, es kommt nicht immer der Potion-Effekt. So. Okay. Soul Snare. Schön. Kannst du weggehen? Bleibt jetzt für immer da. Okay, aber wir haben ein paar. Suchen wir mal das geringste aus. Das hier hat nur ein. Das ist das kleinste, was wir haben. Das hat vier. Das ist relativ hohe Dämonik. Will die behalten mal. Meine Kiste rein. So. Okay, jetzt machen wir erstmal ein Blattaltar. Dafür brauchen wir zum einen erstmal einen Ofen. Wir brauchen zwei Gold. Ein paar Gold habe ich noch. Ich muss bald mal wieder meinen gehen, merke ich gerade. War das so? Ne, es war Cleanstone, ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ach, toll. Ach so. Okay, dann kriegen wir die Steinchen noch. Und dann brauchen wir noch eine Sache, und zwar ein Sacrificial Dagger. Brauchen wir noch 5 Glas. Dann können wir auch schon mal alles vorbereiten hier. So. Kommen wir da rein. Glas, wir brauchen noch ein Eisen und ein Gold. Ups. So. Alles klar. Erstmal Stein. Und wir haben einen Blattaltar. Wunderbar. Das ist das erste Ding, was wir brauchen. Den stellen wir mal einfach hier irgendwo hin. Tada! Ein Blattaltar. Der Blattaltar, wer hätte es gedacht, braucht Blut, damit wir damit arbeiten können. Und dafür müssen wir uns ein wenig selber verletzen. Und zwar gibt es dafür dieses Sacrificial Dagger. Ich weiß gar nicht, steht da eine Beschreibung? Nee, ne? Okay. Wir brauchen halt 5 Glas, ein Gold und ein Eisen. Jetzt standardmäßig. Ich weiß nicht, wie es sonst ist. So. Okay. Sacrificial Dagger. Und wenn wir uns jetzt neben den Blattaltar stellen und uns einmal kurz selber verletzen. Au! Kriegen wir Blut rein. Nicht viel, sondern ein bisschen. Au, 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 au. Jetzt beginnt mein Herz wieder anzupochen. Im Hintergrund leise. Habe ich irgendwas, was ich noch essen kann? Avocado könnte man mal essen. Mal irgendwas, was uns vielleicht ein bisschen mehr bringt. Habe ich nicht noch irgendwo den Juice gehabt? Da. Cherry Juice. So, das Problem ist, wir brauchen natürlich jetzt relativ viel Essen dadurch.
Es gibt Saturation, alles mögliche noch. Irgendwelchen Mods und keine Ahnung. Überall gibt es mal noch Saturation. Ja, gut. Wir haben erstmal ein bisschen Blut drin. Das sollte erstmal reichen, denn ich will gerne ein Sigil machen. Schon mal. Das erste Sigil, was wir brauchen, ist das Division Sigil. Dafür brauchen wir ein Alchemic Array. Dafür brauchen wir ein Hellfire Forge. Ach, den könnte man auch so machen. Okay, das wusste ich gar nicht. Okay, alles klar. Moment, dann machen wir kurz Hellfire Forge. Ist auch wieder Stein, ne? So was, wir machen einfach mal gleich einen ganzen Stack Cleanstone und haben wir. Okay, manchmal nimmt der 2 raus, ist mir gerade aufgefallen, das hat mich gerade ein bisschen verwundert. Okay, so, das brauchen wir weg. Das brauche ich nicht. Pfeilchen, Rüstung. Okay, schneiden wir uns ein paar mal selber. Müsst aufpassen, dass ihr euch nicht damit killt, das geht manchmal relativ schnell. Dass man dann aus Versehen einmal zu viel klickt und dann hat man sich selber extrem verletzt und stirbt halt. Ich meine, das hat natürlich die höchste Saturation Value. Ich esse trotzdem so ein Ding. Also diese hellen Dinger hier. So, okay. Na Hundi, muss zugucken, wie ich hier mir selber in den Finger steche, ne? Tut mir leid für dich. So, Hellfire Forge, wir brauchen das. Ein Eisenblock brauchen wir so. Also 11 Eisen und ein Gold. Schwupp. Und hat er noch? Ja, schwupp. Schwupp. Das kommt nach unten. Schwupp, schwupp. Hellfire Forge. Dup. Yay. So, das Ding braucht Demonic Will, damit es arbeiten kann. Und was wir als erstes machen wollen, ist ja, dass wir für Sigil alles möglich machen, weil Sigil werden in einem Alchemic Array gemacht. Dafür brauchen wir dann immer so ein, ein Reagent. Das Ding. Und dann kriegen wir dann bestimmte Dinge raus. Was wir erstmal brauchen, ist eine Blank Slate und Redstone. Blank Slate kriegen wir aus dem Blutaltar, indem wir einen Stein reinpacken, einen Clean Stone. Mache ich gerade ein bisschen was. Der blubbert jetzt lustig vor sich hin. Ich tue mir nochmal selber ein bisschen weh. Habe ich durch Zufall eine Potion oder sowas? Ich glaube nicht. Nee. Hätte ja sein können. Ja, müssen wir unbedingt mal gucken, dass ich vielleicht doch mal was zu essen jetzt langsam anbaue, weil jetzt werden wir es immer mal öfter brauchen. Gut, und wir haben eine Blank Slate. So, und das Division Sigil. Moment, wir brauchen die Ash erstmal. Für die Ash brauchen wir Bone Meal, Kohle, Gunpowder und Redstone. Okay. Gunpowder, Kohle und Redstone. Okay, packen wir einmal alles rein. Dann müssen wir mal kurz mal gucken, wie viel brauchen wir. Weil man braucht Demonic Will. Es braucht kein Demonic Will. Frisst er trotzdem die Dinger? Weil es muss in dem Ding drin sein. Ich weiß nicht, ob er es trotzdem frisst. Nein, er lässt es drin. Wunderbar. Hätte sein können. Er nimmt halt das Demonic Will, was hier drin ist, in den. Also, die Will Quality, sag ich mal, wird verbraucht. Das heißt, es gibt Rezepte, die irgendwas verbrauchen. Zum Beispiel der Lesser Tartaric Gem. Den werden wir uns jetzt auch gleich mal machen. Ist, wir brauchen ein Will. Und wir brauchen einen Redstone, einen Lapis, ein Gold und ein Glas. Also. Redstone, Lapis, Gold. Und. Ein Glas. So, das packen wir schon mal alles rein. Die Ash Hammer. Redstone haben wir dann auch gleich. Das hole ich gleich nochmal. In der Zwischenzeit, das kann schon mal durchblubbern. Redstone, ein Redstone. Wunderbar. So, und wir haben ein Lesser Tartaric Gem. Nicht ein Lesser, ein Petty Tartaric Gem. Ein Petty Tartaric Gem kann 64 Demonic Will halten. Also wir können maximal bis 64 Demonic Will. Wir können ja auch upgraden. Und zwar, indem wir ein Petty mit einem Diamanten, einem Lapisblock und einem Redstone-Block und 20 Demonic Will holen. Das heißt, wir brauchen mindestens einen Petty Tartaric Gem, der uns irgendwas speichern kann, weil der kann ja bis zu 64. Das heißt, wir brauchen ein Petty. Also wir brauchen zwei Petty. Einer muss voll sein, damit wir ein Lesser Tartaric Gem machen können. Genau.
Und mit Hilfe von dem Patty können wir auch jetzt die ersten Schwertchen dann machen. Also wir können den Patty zu einem Sentient Sword dann machen. Das werden wir auch noch machen. Also wir brauchen noch einen zweiten Patty. Jetzt hat es ein Demonic Will gezogen von dem Ding hier. Das heißt, ich mache nochmal eins. Moment, ich fällt mir gerade ein. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir schon mal zwei haben. Redstone, Lapis und nochmal ein wenig Glas. Ich habe doch eigentlich hier... Da. Okay, immer noch das zweite Demonic Will, das nehme ich schon. Na, jetzt lass mal hier, das hat relativ viel. Falls wir für einen Notfall nochmal irgendwas brauchen. So, dann das Ding, das Ding, das Ding. Und das Ding. Schwupp, da trattert jetzt einmal durch. So. Und wir haben noch einen Petty Tatar Gem. Wenn wir den jetzt nehmen, hier reinpacken. Zusammen mit einem Eisenschwert, wovon ich glaube ich noch irgendwo welche habe. Nur noch ein Eisenschwert. Konnte ich die eigentlich so machen? Ja, ne? Ja, die kann ich so machen. Okay, dann machen wir ein neues einfach. Zwei. Und zwei. Sticks. Flup. Flup. Ein Sword. Wunderbar. Das packen wir jetzt nochmal dazu. Das frisst kein Demonic Will. Aber dieses Schwert erlaubt es uns jetzt. Wenn wir mit dem Ding Monster töten, dann kriegen wir Demonic Will raus. Es macht nicht viel Damage. Ne? Hier ein Attack Damage. Es macht wirklich wenig Damage. Aber wir können halt damit auf jeden Fall ein bisschen sehr viel reißen, sag ich mal. So, aber wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir machen uns erstmal unser Division Sigil noch. Weil wir wollen ein paar Dinge ja sehen können. Wir wollen sehen, wie viel wir gerade im Blutnetzwerk haben, weil das kommt dann alles mit dazu. Und das Division Sigil ist das erste Sigil, was wir brauchen. So, machen wir dafür. Mit der Arcane Ash malen wir so einen Kreis auf dem Boden. Packen da Redstone drauf, dann wird es jetzt so ein schönes Auge. Und danach die Blank Slate rein. Dann fängt das Ding jetzt an, so ein bisschen zu wabbeln und sich zu drehen. Und ein bisschen so wii, 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 wii. Dann zieht es sich gleich zusammen. Genau, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und buff. Wir haben ein Division Sigil. Da müssen wir einmal restig in die Luft machen. Und dann Current Owner Dr. Schnauzer. Das gleiche müssen wir bei dem Schwert, glaube ich, nicht machen. Nein, genau. Beim Bloodsword war es, glaube ich. Ne, bei der Bound Blade, so, Entschuldigung. Genau, jetzt haben wir Division Sigil. Und mit dem Ding können wir jetzt restlich machen. Dann sehen wir Current Essence. Das ist die Essenz, die wir, also unser Blut, was in unserem Netzwerk ist, unserem Blutnetzwerk. Worauf dann Runen oder Rituale drauf zugreifen können. Und wenn wir restlich auf den Altar machen, sehen wir, wie viel Blut gerade im Altar ist und wie viel der Altar fassen kann an Blut. Das sind im Moment 10.000 Life Points, die er fassen kann und 1.400, die im Moment drin sind. Das heißt, wir können noch eine Blank Rune machen. Genau. Und die anderen Sigils haben dann alle, zum Beispiel das Air Sigil, brauchen wir so ein Air Reagent. Dafür brauchen wir 20 Demonic Will drin, 2 Feder und ein Gastier. Und dann kriegen wir das. Und brauchen dazu eine Reinforced Slate, die wir aus einer Blank Slate machen, in Tier 2 Altar. Und wie tieren wir jetzt unseren Altar? Ja, das ist relativ einfach. Wir müssen uns sehr oft verletzen. Oder müssen wir? Es gibt noch was anderes. Wir können uns jetzt hier hinstellen, können uns immer wieder verletzen, au, 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 und kriegen Blut. Das ist das erste Ding, was wir so oder so machen müssen. Aber ein Ziel ist der Dagger of Sacrifice. Den kriegen wir erst mit Tier 2, aber ich will schon mal erzählen, was er macht. Wir packen ein Eisenschwert in den Blutaltar, 3000 Life Points und wir kriegen Stack of Sacrifice. Das Stack of Sacrifice erlaubt es uns, wenn ein Mob in der Nähe vom Altar ist oder auf dem Altar, ich weiß es nicht genau, wie es sein muss, und wir es schlagen, ist der Mob sofort One-Hit tot und wir kriegen das Blut, was er hat, in unseren Blutaltar direkt rein. Das heißt, wir können uns eine Farm machen, sodass wir irgendwelche Mobs dann vielleicht auf den Blutaltar fokussieren, wie wir es schon mal gemacht haben in Staffel 3. Das heißt, wir bauen uns praktisch einen dunklen Raum, in dem spawnen die ganze Zeit Mobs. Die Mobs laufen in die Mitte, fallen nach unten auf den Blutaltar und wir kriegen damit Blut. Das wird sehr effizient dann später für uns sein, bevor wir das Ritual erstmal haben. Also höchstwahrscheinlich wird es so werden. Die Idee. Bis dahin müssen wir natürlich jetzt erstmal ein wenig Spaß haben und uns selber in den Finger stechen. Und darauf aufpassen, dass wir uns nicht selber töten. So, und ich kann nochmal nebenbei, während ich jetzt nochmal was schnabuliere hier, erklären, es fliegt ein Flugzeug vorbei,
Was ist eigentlich damit mit dem Tatori Gem auf sich hat? Ich habe ja gesagt, wir können da drinne Demonic Will speichern. Ja, wie kriegen wir das Demonic Will aber da rein? Ganz einfach, indem wir es aufsammeln. Wenn wir einen Mob töten, droppt er ja Demonic Will. Und Demonic Will ist ja in dieser lustigen Itemform hier. Da. Ne? Da haben wir jetzt 1,3 drin. Und wenn wir es auf den Boden werfen und einsammeln und das Tatori Gem irgendwo im Inventar haben, wir müssen es nicht mal in der Hotbox haben, kriegen wir das Will nicht ins Inventar, sondern wir sehen hier drinnen im Petty Tatori Gem haben wir 1,39 Will. Und damit können wir jetzt praktisch auf die Jagd gehen. Wir können jetzt mit dem Ascension Sword im Endeffekt loszimmern. Das Problem ist, die Mobs hatte wieder einer irgendwie extrem viel Leben. Noch nicht. Das macht doch ein bisschen mehr Schaden. Wahnsinn. Und ihr hört immer dieses Essen. Also praktisch, wir haben jetzt hier 4,69. Das heißt, es droppt kein Demonic Will. Wir haben den Mob getötet, wir haben genügend Platz im Tatori Gem. Es geht direkt in unser Tatori Gem rein. So, das wird jetzt ein bisschen lustig, weil es spawnen immer wieder neue Mobs. Weil er Nacht ist. Ich gehe jetzt trotzdem mal pennen. Wie viel haben wir jetzt schon? Wir haben 11. Es spawnen ja trotzdem noch tagsüber jetzt noch ein paar Mobs. Dürfen wir ja nicht vergessen. Also tagsüber. Sie sind ja noch da. Wir müssen sie einfach nur ein bisschen schlagen. Vorteil ist, wir brauchen keine Snare. Nachteil ist, wir müssen sie wirklich mit diesem Schwert töten. Weil andernfalls kommt kein Zeug raus. Andernfalls haben wir... ja. Hi. Aua. Hallo? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, geh zu, Kühn. Nicht zu dir. Okay. Gut, war mir jetzt egal. Hierhin sind wieder 20 Milliarden Skelette, weil die hier bei dem Roots-Ding gespawnt sind. Es nervt. Es gibt noch was anderes. Und zwar gibt es noch einen Ascension Bow. Den können wir uns auch machen. Brauchen wir wieder Lesser Tatori Gem, wir brauchen kein Will, zwei Strings und einen Bogen, wir kriegen so einen Ascension Bow. Will ich aber erstmal nicht haben. Mir reicht es erstmal so und hier habe ich glaube ich noch einen Zombie gesehen. Ah, da kommt er schon. So. Da haben wir nämlich noch ein bisschen Demonic Will jetzt ein. Was wir noch kriegen, zu den Skeletten gehe ich nicht, weil das ist immer doof, gegen Skelette zu kämpfen. Hi. Na du? Irgendwie manchmal ist Knockback nicht vorhanden. Ich weiß nicht warum. Okay, wir haben jetzt 14,4. Genau. So, und das werde ich jetzt immer machen. Ich werde jetzt mit meinem Ascension Sword hier ein bisschen rumrattern. Das war ein Konfetti-Creeper. Ja, genau. Und werde mal schauen, dass ich da noch ein bisschen Demonic Will sammle. Dass wir dann weitermachen können. Und in der Zwischenzeit noch nebenbei immer mal hier ein bisschen. Ja, Life-Essence sammeln, damit wir ein paar Blank Runes kriegen. Denn zwei Blank Runes. Dann haben wir jetzt schon. Zwei. Mit Blank Runes machen wir uns nämlich. Mit Blank Slates machen wir uns eine Blank Rune. So. Wir brauchen dafür aber noch eine Sache. Und zwar ein Weak Blood Orb. Der Weak Blood Orb ist sozusagen unser direkter Weg ins Blutnetzwerk. Über den Blood Orb können wir uns überall, wo wir sind, verletzen und kriegen Blut ins Netzwerk. Oder wir legen den Orb in den Altar und kriegen Blut ins Netzwerk aus dem Altar raus. Ich nehme einen Diamant schon mal. Wir haben noch 600 Life Points drin. Also, ich kann nochmal ganz kurz zeigen. Also, einmal verletzen bringt 200 Life Points. So, okay, warte mal, dann fressen wir jetzt nochmal kurz was. Ein Apfel. So, mal noch irgendwas Kleines. Ich muss wirklich mal jetzt mich um Essen kümmern. Also Blood Magic ist so ziemlich das Ding, wo man dann immer Essen braucht. 1400, 500, 600, 700, 800. Da kommen wir immer noch.
2000 Diamant rein. Ab geht's. Das Steak kann man nicht wieder. Wir können es eigentlich schon futtern, kriegen wir noch ein bisschen Leben dazu. So. Gut. So. Okay. Ja, wie gesagt, und das Satoric Gem können wir dann einfach hier nutzen und hier reinlegen und dann können wir es auch daraus direkt nutzen. Wie gesagt, wir brauchen dann eh nochmal eins, um es abzugraden, um dann mehr zu haben. Also die Satoric Gem kann man ja hier in JI sehen. Das einfachste kann 64, dann 256, dann 1024, dann 4096 und dann 16384. Genau. Macht nur nicht Rechtsklick, dann nehmt ihr es raus und das ganze Blut ist verloren übrigens. Der Prozess wird dann unterbrochen. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war es so, wenn kein Blut mehr im Altar ist und das Blut hat nicht ausgereicht, um irgendwas zu machen, es braucht eigentlich noch mehr Blut, dann verliert es mit der Zeit, verliert der Prozess wieder an Blut. Das heißt, man braucht indirekt mehr Blut, wenn man es nicht gleich im Altar hat oder rechtzeitig zur Verfügung stellen kann. So, mit dem Blood Orb machen wir jetzt auch einmal Rechtsklick, wir verletzen uns ein bisschen und er ist auf uns gebunden, Conan und Owner Dr. Schnauzer. Wenn wir jetzt mal machen, sehen wir 200 Life Points. Genau, jetzt haben wir einen Weak Blood Orb. Den packen wir in die Mitte, Blank Slates hin an die Seiten, oben und unten Clean Stone und wir kriegen eine Blank Rune. Den Orb behalten wir übrigens. Und die Runes müssen wir jetzt um den Altar drumherum platzieren. Hier unten, also praktisch diese 8 Blöcke hier um den Altar rum, müssen ersetzt werden durch Runen. Sobald das geschehen ist, ist der Altar nicht mehr Tier 1, sondern Tier 2. Und ich würde sagen, das mache ich bis zum nächsten Mal, dass ich ein bisschen Blut sammle, dass ich vielleicht noch ein bisschen Demonic Will sammle, dass ich mal noch ein bisschen mehr sammle jetzt erstmal. Jetzt haben wir erstmal das ganze Grundzeug. Das heißt, ich kann Blood Runes farmen, ich kann Blut farmen, ich kann das alles schon mal machen. Und dann können wir nämlich in der nächsten Folge das alles dann fertig machen. Genau. Und vielleicht baue ich auch nochmal bis zur nächsten Folge, muss ich schauen, wie ich Lust und Zeit habe, nochmal am Baum ein bisschen weiter. Oh, der hat mehr Leben. 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 Wir werden sterben. Wir sterben. Wir sterben. Wir sterben. Wir sterben. Wir sterben. Sagst du, wir werden sterben. Ich war drinne! Okay. Wie auch immer, der uns jetzt. Und jetzt haben wir folgendes: Jetzt haben wir so einen Effekt. Wir haben ein Partikel um uns rum. Das ist Soul Free. Das ist ein Effekt, den wir kriegen, immer wenn wir sterben. Habe ich es auch mal gezeigt. Von Blood Magic direkt. Diese passt sogar. Und der sorgt dafür, dass wir uns nicht unendlich Leben farmen können. Dass wir praktisch nicht direkt neben dem Blutaltar ein Bett aufstellen, aufwachen, uns wieder umbringen, einfach. Achso, genau, dass wir uns praktisch in der Zeit kriegen wir kein Blut. Solange wir diesen Effekt haben, kriegen wir kein Blut raus. Das heißt, wir können nicht spawnen, uns umbringen, spawnen, uns umbringen, spawnen, uns umbringen und kriegen die ganze Zeit immer Blut. Das funktioniert nicht. Genau. Wollte ich nur mal gesagt haben, wollte ich nur mal gezeigt haben. Dann, ja, deswegen habe ich mich jetzt umbringen lassen vom Enderman, der jetzt wahrscheinlich weg ist. Okay, noch 27, kriegen wir es hin. Nein, ich habe meine Kuh getroffen. Verdammt, okay. Gut, wir haben noch eine Enderperle, wunderbar. Und wir kriegen gleich noch ein bisschen Demonic Will rein. Yay. Mystery Meat. Nebulous Heart. Können wir daraus Tolles machen. Addiction Torch. Mal gucken. Gut, dann machen wir das mal alles weg hier. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, ich kümmere mich darum, dass wir bis zum nächsten Mal das ganze Zeug kriegen. Und ja. Dann können wir weitermachen. Jetzt aber erstmal auf Wiedersehen. Noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann machen wir mehr Blood Magic. Und vielleicht haben wir dann schon den Baum ein bisschen fertig. Vielleicht haben wir dann schon ein bisschen mehr, wo man dann vielleicht schon mal halb umziehen kann. Wir müssen mal gucken, wie es funktioniert. Gut, aber dann ist erstmal Tschüss. Auf Wiedersehen. Und noch einen schönen Tag. Tschüss.